Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zur letzten Bärshow tatsächlich. Heute bin ich am Ende meines Weges mit der Bärshow, sage ich mal so. Das heißt natürlich nicht, dass ich aus Erd und Bär-TV verschwinde. Ich bin ja nicht der Stefan Raab so ungefähr. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses Format hier heute und jetzt endet. Und ich finde einfach, dass das Format einen würdigen Abschied verdient hat. Ich meine, es ging jetzt über 3,5 Jahre und ich finde einfach, dass einer dabei sein muss, der auch von Anfang an natürlich dabei ist. Hier ist mein Kollege, der gute alte Erd. Der kommt langsam ins Bild Ja, reingerutscht. Ich könnte eigentlich mal meine Brille auch von aufsetzen. mir. Mal gucken, ob das so weit geht oder blind sei. Das geht doch sogar. So. Na, Erd, alles klar. Ajo. Wir müssen mal wieder anfangen, was aufzunehmen. Die letzte Ganze Bärshow, Welt. aber das heißt ja nicht, dass die. Ja gut, da kommen wir nachher noch dazu, was wir dann so demnächst alles machen werden. Ja, wir haben in der Bärshow auch einiges erlebt, würde ich mal so sagen. Ne? Wir folgen uns ist 300, ne? Fast 260 ungefähr. Wir waren dran. War da dran. Das ist 260 bis 300. Nein, Quatsch. Diese Folge. Ja, und jetzt Diese sag ich Folge. zwei Moment, von Moment, nein. Diese Folge ist wert für knapp, sagen wir, 780 Folgen oder 800, sagen wir mal 880 die Folgen. tausende Wir Folge. sind in der tausendsten Folge der Bärshow und das besser kann man nicht aufhören Ja, einfach. Das ist perfekt. tausend Folgen Bärshow. Perfekt, einfach perfekt. Bestes Ende. Also, ja, wir haben, also beziehungsweise einer von uns beiden, ich gebe jetzt keinen Hinweis, wer dieses Video geschnitten hat, das war ich, und wir haben, also ich beziehungsweise ich habe ein Video gemacht mit den Highlights von Erd und mir in der Bärshow. Und wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an und gucken zusammen auf die Was habe ich da am Mund? besten Momente, siehst du gleich. Jetzt. Ja, willkommen zur siebten Bärshow, wie versprochen heute mit Erd. Ja. Ich freue mich schon wieder, wir lachen wieder, weil wir gerade ein Video geguckt haben, wo wir nicht lachen durften. Es ist Montag, Dienstag. Dienstag. Also Dienstag, ah ja, die Zeit vergeht. Wir sind gerade von dem total zurück, wir fahren jetzt gleich zurück nach Heim. Olli! Ich bin die Nummer 1 gewesen. Das weiß ich noch. Ich bin schon. Ach so? Ich bin die Nummer 1. Ich hab's mal gesehen. Wir machen ein Special für die Bärshow, weil es gibt ja 2 Jahre die Bärshow auf. Keine Ahnung. Nein, überhaupt nicht. Zeig aus, warum ich will einfahren. Das ist ja. Genau. Oh, ja! Das ist Parkplatz. Ich dachte, ich werde die Türen zugesaugt. Alter, Bomb! Was war denn eigentlich das? Erstmal nervös, der Auto abgelegt. Ich hab wegkommen müssen. Ist Ich hätte uns dann stehen und komme in 2 Minuten wieder oder so. Ich komm gleich wieder. Okay. Es sei 2 Minuten am Auto rum. Gut reden. Das ist okay, wenn ich hinterher gerannt wäre. Ich bin noch ein Zweitweg und den machen wir jetzt. Was war. Oh ja, auch gut. Das erste Wort auf RZVFB, das gesprochen wurde. Also, ah, okay. Okay, A, okay. A, okay. B, und los. Zwei Wörter, ne? Also 1. September 2012. C, oh. Go. Oder D, Rübenplatz. Das war der Schörfer von Rübenplatz. Ja. Das hat es ja bis zu einer Kappe geschafft, sogar das Wort. Das müssen wir dann. Das war auch nicht schlecht. Ich hab mich dann mal gekriegt und weiß ich noch. Oh Gott, ey. Was denn?
Ah, da. Obwohl, wir können ja auch hier nehmen. Das war das mit den japanischen Snacks gewesen. Die japanischen Snacks, die ich gekauft habe. Wo du nichts von wusstest. Ich habe die gemeint, du kaufst das vor ein paar Minuten. Ja, wir waren vorher einkaufen und haben da so, ich glaube, auch ein russisches Snacks oder irgendwas geholt gehabt. Ja. Ach du Scheiße. Kuhbier. Das ist geil. Katzenbier. Das war ja indirekt die erste Challenge. Was war das? Lustige Ortsnamen und das Lokalität. Das Wunder in Bernd. Das Wunder in Bernd. Die Hintermann Speckfalten in Wallung. Ja, ich weiß, du Wunder. Fäkalschlacht am Analschlag. Okay. Jetzt kommt's. Spiel mir am Glied mit Kurs. Scheiße, das ist fies, Alter. Fuck. Minuten. Das ist. Alter, Scheiße. Hörst du es da rein? Mach mal da rein. Das ist ja was anderes. Ja, mach mal rein. Alter, Scheiße. Das wäre doch nie aufgefallen. Ich glaube, es gleich jetzt. Moment, das kommt. Nicht auf Facebook. Ich finde es auch wieder, ne? Ja, du hast immer noch die Webcam-Max-Werbung da oben. Ja, stimmt. Na, ja, wunderbar. Etwas von Tadeus. Schöne Nase. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, ja, la casa de la bachata. War sehr schön, nur deine zu kurz. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. Das war so ein schlechtes Hotel, zu lange dafür. Und hier war es ein schönes Hotel, zu kurz dafür. Teneriffa hätte die Länge haben müssen vom Ibiza. Ja. Theoretisch gesehen. Tag 3 im Dschungel. Wir wissen nicht, wo wir sind. In Europa-Park. Wir wissen nur, dass wir... Geh mal da. Geh mal da. Da, nur, da, da. Die Tiere nicht erst. Das ist alles, was wir wissen. Ja, die Super Discovery Tour. Haben wir 10 Euro mehr bezahlt dafür, dass wir an so einer komischen Führung teilnehmen dürfen? Dann haben wir die verpasst. Und dann, wir haben reserviert gehabt. Dann haben sie gar nicht unsere Reservierung erst wahrgenommen. Und dann sind wir einfach gegangen, weil das auch irgendwann zu viel wurde. Das heißt, blöde Leute. Nass. Das ist kalt. Warm. Nass, kalt, warm. Nass, kalt, warm, kalt. Das ist, hier. Der Erz bei mir. Es ist heftig. Nirgendwo sind menschliche Bauten zu erkennen. Nirgendwo. Das grinst du dann. Ich finde das so stimmt. Stumpf machen müssen. Da kommt noch ein Wasserfall. Vielleicht können wir was trinken. Ja. Ich brauche nicht mehr. Ja. Geht gar nicht, aber ja. Aber keine Spur von Zivilisation. Da ist der Wasserfall. Wir haben ihn gefunden. Wir werden jetzt trinken. Bis dann. Oh. Ja. Weil ich ehrlich sagen muss, ich finde es nicht gut, dass solche Tiere gehalten werden. Weil die Tiere, denen gehört der ganze Ozean eigentlich. Eigentlich schon, ja. Dann oben zu sagen, ach der, guck mal, der Wal da zum Beispiel. Also, ist das mein Arsch? Nee, hat er nicht. Ich hab meinen Arsch. Ich hab da einmal kurz, das war so, wow. Das war auch der Tag, wo so übelst der Wellengang war. Ja, das war der Abend von da oben, ja. Ich hab Ohrenschmerzen.
Lustige ist, danach hatte ich 2 Wochen ohne Wind. Ich habe übrigens gerade 7 Schritte gemacht und davon hier nach meinem Handy. Boah, voll geil. Ja. Angeblich habe ich heute 1200 Schritte gemacht. Nur. Geil. Nur. Ja, das ist eigentlich voll wichtig. Ich hab's nicht gemacht. Schritte? 5 Meter Schritte? Okay. Ja, man darf nicht vergessen, ich habe ja eine 2 Meter Spannweite, wenn ich laufe. Fast. Also von daher. Ich weiß das ja natürlich nicht. Mein Handy weiß das nicht, das spürt nur meine Vibration im Bein, wenn ich mein Bein bewege. Achso, muss mich erst bewegen. Das ist so beim Wichs. Ja, klar. Sag mal, das da rum. Ey, ich wusste mal, wenn du es machst, ja? Dann muss man mal gucken, wie oft du das gemacht hast. In dem. Weißt du noch, wo das fette Viech da oben gehängt ist? Ja, da wollten wir nicht reingehen. Doch, ja, ihr wollt nicht reingehen, aber ihr wollt reingehen, aber da konnte man ja nicht durch. Ja, es war so ein großes Viech oder so, so ein großes Wespe-Viech. Was man ja nicht du hast reingeguckt. Mein eigenes. Guck, da ist es wieder. Ja, euer Traum. Euer Quatsch, euer Traum. Euer Traumauto. Ein Fiat Mustang. Sonst werde ich uns abspringen, das erste. Okay. Du warst Fiat Mustang? Fiat Mustang, was ist das denn? Fiat Mustang, das ist. Wie kam ich hier noch Fiat? Fiat, wie kam ich hier noch Fiat? Ich hab's vorher gesagt. Du bist einfach über so. Ich spür nicht. Es regnet. Es regnet wirklich. Der Laptop. Oh shit. Ich glaub, das wird zur Unterbrechung vom Livestream. Machen wir dann drin weiter. Wir machen einfach so weiter. Wir machen bald weiter. Ich muss mal reingucken. Hey, wie fett ist mir das drauf? Ja, ach, du musst ja jetzt nicht kommen. Okay. Dann kommen nachher weiter. Mach mal die Tür zu vorne. Tür zu. Scheiße. Vielleicht geht's hier drinnen weiter. Dauert so ein bisschen. Okay. Der Schlüssel. Ich bring den Laptop hoch, dann gehst du, kannst jetzt in die Runde da laufen. Ein bisschen was holen. Warte, ich nehme das Mikro mal. Es wird ein bisschen geknischt dann jetzt. Sieht nichts als. So, regnet es jetzt total toll. Huch. Hallo, ihr seht mich noch. Den ganzen Abend nochmal draußen gesessen, dann hat irgendwann das einfach angefangen. Ja, von einem vielleicht haben wir gar nicht fertig gegessen oder fertig gebraten. Ohne reine Vorsicht. Ja, aber der Krieger ja nicht erwartet. Hast du mittlerweile mal anbekommen? Ich hab den Jojo auch gar nicht mehr benutzt. Ja, mach das mal bitte. Dann nimm Schlüssel mit. Das ist ein Horrorfilm. So. Stimmt. Wer allein so aus. Ich muss so, ah, komm. Jetzt so hoch, ey. Ups. So, kurzen Augenblick. Wie schaut der Erd an? Er schaut mich an. Mein Blick, er zog ihn in den Bann. Die Augen gerade aufgesaugt. Ich war total begeistert. Vielleicht seht ihr uns ja da. Guckt euch an. Guckt euch mal von letzter Woche an. Ja. Gibt's auch nicht mehr. Ja, herzlich willkommen zur Bärschuh. Nein, auf die Bärschuh! Das ist auf die Bärschuh! Das ist auf die Bärschuh! Das ist auf die Bärschuh! Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Wir sind gerade in Aschaffenburg am Hauptbahnhof, haben eigentlich nur 6 Minuten Zeit und jetzt haben wir einen großen Hunger. Ich will noch eins. Da ist der Erz. Auf der Musikmesse in Frankfurt. Und? Ja, voll. Ja, hier ist Musikmesse in Frankfurt. Wir stehen ungefähr um 9:30 Uhr. Schönes Eis haben wir gegessen, das war schön. Ja, die Information auf der Seite war irgendwie falsch. Irgendwie filmen wir echt immer noch beim Essen aus. War ganz absurd. Das ist ja. Der Tisch übrigens. Der ist toll. So, weißt du das? Mach noch mal.
super Tisch. Super Tisch. Das ist wie super Lapp, nur viel, ja, wackeliger. Fischiger, ja. Ich schneide noch ein Bildchen rein, das ich geschossen habe, zusammen mit den fünf Männern und Frauen. Das ist jetzt vielleicht noch alles andere. Eigentlich mit fünf Männern und Frauen, sind also vier Männer und Frauen. Schau, da sind. Weißt du noch? Das war so. Der ist hier, hab ich gesagt. Was? Was? Ja, hab ich gesagt. Der ist gerade bei 13a oder so. Hast du nicht gefragt, wo ist das Bild her? Natürlich immer noch das Beste irgendwie, weil es sieht so ein bisschen verrückt aus. Ich sag, keines Beste. Ich hab mal wieder Musik, weißt du. Ja, heute in die Bärsche, oh, wieder von der Familie. Ist der durch der Woche? Das ist voll geil auf Bild, aber es ist schade. Die Couch. Ja, egal, weiter geht's. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Ihr müsstet das alles auch voll zu leisten. Wo stand denn da mein Zimmer? Ich hab keine Ahnung. Wir waren da gesessen, hier so schräg, ne? Ja. Ja. Stimmt, das Fenster. Ah ja, klar, klar. Das war ja vor dem PC noch. Ich war gekriegt einfach. Oh Mann, das Bild allein schon, wenn ich die Vorstellung auf dem Weg so zwei. Ich sag nicht, Putzkerne vorbeifliegen an der Laufstelle, wie vor das Putz. Putzkerne. Die Bärshow ist immer wieder für Lachen gut. Ja, das waren die Highlights von uns in der Bärshow. Oh yeah. Ja. Wenn du jetzt an die Bärshow so denkst, zurückdenkst, dann die 3,5 Jahre mit der Bärshow, was bleibt dir so im Kopf davon? So. Eigentlich vieles, was so lustig war, also was, so irgendwelche Insider zum Beispiel. Für den, was denn hier los? Sowas bleibt im Kopf. Sowas bleibt im Kopf, ja. Oder was war es noch? Pape und so war schon davor. Pape ist schon vor YouTube, ja. War das. Also vor unserer Zeit mit YouTube. Also alles, was halt irgendwie so Insider wurde, das bleibt halt im Kopf. Und alle lustigen Szenen eigentlich, die meisten, bleiben auch im Kopf. Lustige Szenen? Szenen. Lustige Szenen. Lustige Szenen gab es auch. Ja, doch, also ich muss schon sagen, also was mir natürlich, mir bleibt ein bisschen mehr hängen. Ja, weil du bist halt Bärshow, nicht Erdshow. Es gibt doch die Erd- und Bärshow. Stimmt, aber wir reden ja nur von der Bärshow. Ja, wir reden vielleicht nachher nochmal von der Erd- und Bärshow. Mal gucken. Ja, prinzipiell, also was mir alles hängen blieb, ich meine, ich habe mal, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Sehr, sehr praktisch in der letzten Sendung einfach was zu vergessen. Ich wollte es mir erst notieren eigentlich. Ich habe mal eine Sendung gemacht, wo ich einfach 39 Sendungen auf einmal gemacht habe zum Beispiel. Ich glaube, da war es die Folge 60 oder 160, ich weiß nicht mehr. Da habe ich einen Sprung gemacht zu 199 sofort. Ich glaube, 199 war das, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, gut, ich glaube, bei der Folge habe ich mich echt übelst kaputt gelacht auch. Natürlich die ganzen Sachen, was wir gemacht haben. Wir haben auch mal aus mehreren Winkeln aufgenommen, das weiß ich. Und das so richtig schlecht einfach an, ich glaube, an Halloween war das. Okay, da war Flamingo dabei und die Reh. Grüße auch an die Reh, danke nochmal für alles, aber nachher nochmal Dank sagen. Da natürlich der Erz, der als Kameramann auf der anderen Seite war und mein alter Crap-Top. Und da hat man noch Webcam Max hier oben stehen, weil ich kein anderes Webcam-Programm hatte. Er ist professioneller geworden. Ja. Nein, nicht zu vergessen dann natürlich dann auch noch die ganzen traurigeren Folgen, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, von Dirk Bach bis zu Udo Jürgens, zur Katastrophe in Frankreich habe ich keine Folge gemacht, weil seitdem ja keine Bärshow mehr gelaufen ist. Aber was war denn davor noch? Da war doch irgendwas, der Flugzeugabsturz, genau, Germanwings. Ja, genau. Glaube ich, ja, Germanwings. Davon habe ich zum Beispiel auch was gemacht, aber meistens waren die Folgen eher lustig angehaucht und haben natürlich mehr zur Ablenkung gedient und ja, das, also so werde ich auch die Bärshow im Kopf behalten, hauptsächlich das, das eigentlich mehr hauptsächlich ist der ich sag mal, das sehr lustige Anteil überwiegt und
Ich finde auch, so sollte es natürlich bleiben. Und ja. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was bald noch so kommen wird von Erdenbär, steht hier so auf meinem Programm. Ja, also wir müssen auf jeden Fall wieder die Erdenbär-Show weitermachen. Ja, müssen wir echt wieder weitermachen. Also die Bär-Show ist tot, lang lebe die Erdenbär-Show. Also 1000 Folge ist schon geplant. Nicht. Doch, die nächste Folge mit 1000 ist schon. Also nee. Sprung wieder. Also wir werden auf jeden Fall weitermachen mit der Erdenbär-Show. Im Januar dann endlich mal wieder Erd vs. Bär. Wir haben es ja dieses Jahr dann irgendwann abgebrochen, weil uns einfach keine Ideen kamen. Ja. Aber jetzt im Moment habe ich das Gefühl, wir haben Ideen im Übermaß. Da steht sogar da stehen ein paar schöne Ideen. Die könnt ihr auch übrigens teilweise schon angucken, die Ideen, auf meinem neuen Kanal, da komme ich gleich dazu. Boah, ich hätte voll die Idee. Du machst einfach zwei auf einmal. Aber das Problem ist, ob dann das da durchfließt. Dann bist du tot. Ja, das wäre dann nicht so geil. Zum Beispiel, da wärst du tot, aber ich meine... Das ist die letzte Folge, ist es da. Das wäre einfach die letzte, im Januar ist Feuer. Dann wird es vielleicht wieder nur die Bär-Show, weil er tot ist. Er chillt, wenn er stirbt. Das gibt's ja auch noch. Ja, was wir auf jeden Fall vielleicht auch machen könnten, wären mal Sketche. Können wir auch machen. Dass wir vielleicht mal so ein paar... Nächstes Jahr. Ab nächsten Jahr wird es auf jeden Fall bei Erd und Bär TV wieder ein bisschen mehr angekurbelt. Jetzt der Trailer. Im Kino. Vor Star Wars. Ja. Vor Star Wars, aber... Sonst, wenn ihr kein Star Wars guckt, guckt ihr diesen Trailer auch automatisch nicht. Und da wisst ihr nicht, was nächstes Jahr alles so passiert. Das heißt, echt, fast alle müssen schon geguckt haben. Weil geht ins Kino für den komischen Film. Das Schöne ist ja, dass diese Folge ja am 31. Dezember rauskommt. Schlecht vorbei. Da sind alle schon drin gewesen. Eben, deswegen hat es leider keiner gesehen. Tut mir leid für euch. Und die, die es sehen werden, vielleicht seid ihr im falschen Kino. Kann ja passieren. Ja, was wir auch machen werden, wieder im... Ich denke mal, nächstes Jahr gehen wir wieder irgendwo hin. Sicher. Es sieht, tendenziell haben wir ja schon mal verraten, es sieht eher aus nach dieses Jahr Köln, nächstes Jahr Köln. Ja. Tendenz dahin, weil eben Gamescom und so. Nehmen wir schön auf der Gamescom auf. Dann nehmen wir auf der Gamescom auf. Gucken vielleicht, dass wir da mal irgendwie im Hotel einen Stream hinkriegen oder so, vielleicht mal. Oder so ähnlich. Vielleicht trifft man ja auch mal größere YouTuber. Das wäre auch sicher voll cool. Mal mit Gronkh abhängen. Ich kurz. Bin mit Gronkh so, hi. Hi Gronkh. So, ja, das wäre doch mal... Das wäre wirklich 1A. Das wäre, allein von dafür wäre es doch mal wert, da hinzugehen. Haben wir uns gedacht, dann ist mehr, das kannst du auch nächstes Jahr wieder sehen. Also die Leute werden stalken, ne? Hast du gesagt? Ja, wer stalkt mich? Mit Gronkh und so, so vor der Tür stehen, so filmen die ganze Zeit. Man kommt dann raus. Vom Klo. Komm raus, Gronkh, komm raus. Nein, natürlich nicht, aber ich meine... So, also es wäre schon cool, wenn man mal wieder die Chance hätte, die Leute kennenzulernen. So. Und ich denke mal, dass, also Köln ist ja eine schöne Stadt. Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich war da jetzt zweimal, einmal mit Erd einen Tag. Zweimal, einmal. Nein, zweimal. Punkt. Einmal mit Erd. Und zwar, wo wir bei TV Total waren, habt ihr ja gesehen in dem Best-of-Video. Und mit der Reh war ich da mal im Urlaub ein paar Tage. Mit der Reh gehe ich übrigens auch nicht in Urlaub. Wohin ist noch offen, sieht aber eher nach Berlin aus. Da wollte ich sowieso mal hin, ne? Ja, da wollten wir eigentlich schon seit 5 Jahren hin, haben wir nie geschafft. Ja. Hat er auch schon mal da, also. Ja, ja, ewig mal. Ja. Und ja, prinzipiell, ich glaube, das wäre soweit alles gewesen, was es zur Zukunft zu sagen gibt. Die Bärshow an sich ist ja nicht 100% tot. Ich meine, es gibt ja noch den Milch-Vlog auf meinem anderen Kanal, der nicht 100%ig gleich ist wie die Bärshow, aber ziemlich ähnlich. Also wenn ihr dieses Format gemocht habt, dann empfehle ich euch, schaut mal rüber auf meinen Kanal. Hier oben wird es verlinkt sein, denke ich mal. Oder vielleicht doch hier. Ich glaube aber eher hier oder da. Auf einer. Hier, da oder hier. Entweder hier oder hier. hier oder so. Entweder hier oder hier erscheint gerade. Du musst genau aufs Gesicht machen. Nee, hier kommt so ein, da kommt so ein Infobalken. Ah. Da ist er schon. Ja. Und auf jeden Fall. Ja, guckt euch da mal auf die Videos an. Also wenn die Solo-Programme auf Erdenbär TV sind damit Geschichte. Ist ein Gemeinschaftskanal, da ist ja nicht umsonst ein Und dabei. Das heißt nicht Erd oder Bär, sondern Erd und Bär. Also von daher. Ich finde den Schritt richtig und ich bereue nichts, dass ich diese Bär-Show jetzt offiziell dieses Format beende. Die Folge an sich ist ja noch nicht vorbei. Der Erd will ja nochmal was sagen. Ja, also ich bin ja nicht bei vielen dabei gewesen, bei irgendwie 20, 30, 40 Stück, weil es ja eher sein Projekt und nicht meins. Und also ich kann eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe manche geguckt natürlich oder bei manchen dabei gewesen, es war cool.
hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Und wie gesagt, auf seinem Kanal geht es da weiter. Oder hier halt auch Erd, ja, sowieso, Bär, ja. Oder Erd und Bär. Also von mir aus war es schön. Und ja. Ja, von meiner Seite, was gibt's da großartig zu sagen? Ich meine, meine Meinung kennt ihr. Ich freue mich sehr, dass ihr all die Jahre zugeschaut habt. Ich weiß, dass es jetzt nicht so extrem viel war. Vielleicht 10, 15 Leute, aber trotzdem waren Leute, die zugeguckt haben, kontinuierlich. Und das hat man auch gesehen. Ihr habt es geschafft, dass die Bärshow immer das erfolgreichste Format war in den letzten Jahren auf Erd und Bär TV. Und ja, irgendwann ist Zeit zu gehen und deswegen singe ich jetzt noch zum Abschied Bear Loves You Live. Ich weiß den Songtext aber nicht hundertprozentig auswendig, also das wird eine komplett neue Interpretation. Ich nehme schon mal das Mikro in die Hand. Gibt's dann auf iTunes? Gibt's dann. Für viel Geld könnt ihr das erwerben dann. Und ich würde mal sagen, wir legen einfach los. Tanzt dann dabei, bitte. Die Bärshow, die ist jetzt vorbei. Und der Erd und ich, wir sind zwei. Und ich weiß, du guckst weiter zu. Auch wenn die Bärshow jetzt nach Hause geht, sie ist ja nicht vom Winde verweht. Schau die alten Sendungen einfach nochmal an. Bear loves you, der Bär, der liebt euch, der Bär ist für euch da. Egal was ihr habt, eins ist so sonnenklar und das ist auch wahr. Bear loves you, der Bär, der liebt euch, ist das euch endlich klar? Jetzt wo Bärshow endet nach 3,5 Jahren. Die Bärshow war immer sehr erfolgreich. Ich meine natürlich nur für unseren Kanal aus gesehen. Ja, ich weiß, erfolgreich ist was anderes. Aber es hat dennoch Spaß gemacht. Was hat der Erd und ich zusammen hier gelacht? Von Rübeploß bis zum Was ist denn hier los? Bear loves you, der Bär, der liebt euch, der Bär ist für euch da. Egal was ihr habt, eins ist so sonnenklar und das ist auch wahr. Bear loves you, der Bär, der liebt euch, auch im nächsten Jahr. Ich wünsch euch jetzt schon einmal ein schönes neues Jahr. Oh ja. Bear loves you, der Bär, der liebt euch, der Bär ist für euch da. Das Bärshow-Ende heißt ja nicht, dass ich es weg bin, sondern der Start von was Neuem da ist. Bär loves you, der Bär, der liebt euch, ist das euch jetzt klar? Dann beende ich jetzt hier die Bärshow, ja. Ciao, auf Wiedersehen, kommt gut ins nächste Jahr. Bär und Erd wünschen euch frohes neues Jahr! Juhu! Boah, voll alles improvisiert. Ja, man, voll gerimed. Das war schwer, das, also teilweise, also einmal habe ich gefailt, habe ich gemerkt. Und ich habe ja so gedacht, wo du so hackest, halt so, ich muss auch irgendwas reimen. Ja. Ja. Ja, nein, ich wollte auch sagen, ich hab so gedacht, dass du vielleicht sagen willst, und ich auch. Und so. Hat einfach mal mitgesucht, finde ich gut, ehrlich gesagt. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich glaube tatsächlich, dass das war. Und ich würde einfach mal sagen, vielen Dank also nochmal an alle, die an der Bärshow mitgemacht haben, in der Bärshow mitgemacht haben. Von Erd bis Flamingo Uwe, über Flamingo, Reh, wer war noch dabei? Hasi war mal dabei. Brom natürlich. Wie konnte ich den Brom denn vergessen? Brom natürlich, unser ewiger Praktikant. Und ja, ich würde mal sagen, Erd, wir machen jetzt zusammen die Lichter aus, würde ich sagen. Ja. Okay. Dann machst du das hier aus und ich mach das hier aus.
Also wir, das war's, die Bärshow. Das war die letzte Bärshow. Viel Spaß noch weiterhin auf YouTube. Jetzt gibt's natürlich keinen Sinn mehr. Also sucht euch eine neue Seite. Kriegt doch mal ein anderes Video. YouPorn oder Twitch oder alles andere, was Spaß macht. Macht's gut, euer. Ja. Ciao. Euer. Tschüss. Ja, ich komme mit. Denkst du? Ja. Das war's.